Da wären wir wieder und heute gibt's eine Folge. Der Fall des Monats. Eigentlich bräuchten wir so einen Jingle mit so einer richtig tief verzerrten Stimme, die dann irgendwie so, oder? Ja, yeah, und es muss ganz doll Porno sein. So richtig schlecht. Vielleicht, da ist die Glocke schon wieder. Ich dachte eigentlich eher an was Gutes, nicht so schlecht. Nicht so schlecht, aber eigentlich, so bei, zumindest bei den Podcasts, da geben sie sich doch immer besonders viel Mühe, dass es sich besonders scheiße anhört. Echt, ja? Was hörst du denn für Podcasts? Na, zumindest habe ich das Gefühl, dass die sich immer Mühe geben, dass sich das scheiße anhört. Vielleicht finden die aber auch, dass das in Wirklichkeit in deren Augen ganz geil ist und nur ich. Also bei dem Podcast, den ich höre, da geben die sich auch Mühe und so klingt es auch. Also es klingt gut. Vielleicht solltest du mal deinen Konsum wechseln. Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, alleine nur wegen des Jingles oder der Jingles. Ja, jedenfalls, wir haben hierfür keinen Jingle. Ich meine, wer Bock hat, kann gerne einen Jingle machen und uns zusenden. Vielleicht bauen wir den auch ein, weil wir haben beide keine Ahnung, wie das geht. Doch, Ahnung, ja eigentlich schon. Echt? Du könntest so einen Jingle machen? Ich mach mal einen Jingle. Ich mach mal einen Jingle. Und das wird dann aber eher Bad Taste. Aber ich werde es machen. Ich habe so ein MIDI-Keyboard geschenkt gekriegt. Ah ja, okay, aber jetzt hatte ich eigentlich hier unsere Zuschauer angelockt, irgendwie. Vielleicht machen wir einfach eine Challenge draus, ob die Zuschauer eher und besser in der Lage sind, einen Jingle zu machen als ich. Also für diese Folge schaffe ich es sowieso nicht, aber vielleicht für die nächste. Genau, also pass auf, du machst einen Jingle und das vergleichen wir dann mit den Einsendungen. Und das wird ganz einfach, weil ich wette, wir kriegen null. Richtig. Ja, so, und heute gibt es den Fall des Monats und wir wollen festhalten, Timo hatte gestern im Juli seinen ersten Arbeitstag und hat trotzdem gesagt, dass er heute mir diese Folge aufnimmt. Ja, und tatsächlich, ich habe einen Fall, der ist so wichtig und auch interessant und so krass, dass ich den euch echt erzählen möchte. Leute, das ist Marcel und ich bin Timo. Moin. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA, Fall des Monats. Fall des Monats. Wir beide, wir sind seit über 10 Jahren Ärzte und seit fast 2 Jahren machen wir gemeinsam dieses YouTube-Baby hier. Denn bei uns gibt es alltagsrelevante medizinische Themen. Heute als Fall des Monats Juli interessant aufs Brot geschmiert. Am Anfang habe ich da noch echt witzige Sachen gehabt, ne? Ja, aber egal. Jetzt ziehen wir es weiter durch, oder? Ja, aufhören gibt's da nicht. Ich finde es ja immer noch witzig. Ja, ich auch. Ich lache mich immer total tot. Ja, und von all den Dingen, die wir so einbauen, muss man dem zumindest zugutekommen lassen, dass das deine Idee war. Jedenfalls, wenn euch medizinische Inhalte interessieren, wenn es euch interessiert, was für einen Unsinn zwei Ärzte anstellen, dann abonniert gerne den Kanal, wenn euch die Videos gefallen, dann den Daumen hoch nicht vergessen und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Eigentlich würde jetzt die Folge sozusagen Fahrt aufnehmen, aber wer fängt denn an? Willst du einfach loslegen? Also, was war denn so besonders bei dir und deinem Fall? Also für den Fall muss ich kurz so ein bisschen ausschwenken, weil ich muss euch erstmal erzählen, wuff. Ich gehe schon mal. Sehr schön. Ich muss euch aber trotzdem vorher erzählen, was das überhaupt für ein Patient ist und um welches Krankheitsbild es geht. Und dann komme ich auf etwas eigentlich nicht Medizinisches, sondern nur saudummes, was ich euch erzählen muss. Es begab sich, dass ich eine junge Patientin kennengelernt habe, die unter einem Diabetes Typ 1 leidet. Das ist die Zuckerkrankheit. Und zwar die Form, die früher im Leben auftritt und die aufgrund von verschiedenen Faktoren auftreten kann. Und zwar nicht, weil man sich scheiße ernährt, sondern weil man einfach Pech gehabt hat im Leben. So, und so war es auch bei dieser Patientin. Und dieser Diabetes Typ 1, der sorgt eben dafür, dass entweder gar kein Insulin mehr da ist oder dieses Insulin eben nicht mehr wirkt. Wofür ist Insulin im Körper da? Wenn ich Zucker aufnehme und das Zucker im Blut ist, muss das Zucker in die Zellen, weil die Zellen wollen den Zucker zur Energie umwandeln. Und wenn ich kein Insulin habe oder das Insulin nicht wirkt,
dann bleibt dann der Zucker im Blut und geht nicht in die Zellen und die Zellen gehen runter. Und diese Diabetiker, die können jetzt nun das Problem haben, dass entweder der Zucker viel zu hoch ist. Das klingt jetzt erstmal, ja klar, weil sie zu viel von dem Zucker zur Verfügung haben im Körper. Das Problem ist aber, dass das nicht in die Zellen reinkommt. Und der Körper denkt sich, was kann ich dagegen machen? Ich verbrenne Fett. Und dabei entsteht als Abfallprodukt, entstehen da so Ketone. Also nicht als Abfallprodukt, sondern als Energieprodukt. Und diese Ketone, die sorgen dafür, dass das Blut sauer wird. Und wenn das Blut sauer wird, werde ich müde, schlafe ein, kriege eine Art von Koma und das kann lebensbedrohlich werden. So, jetzt habe ich ganz weit ausgeholt. Bei dieser Patientin war das jetzt so. Da ist das alles außer Rand und Band geraten. Diese Diabetiker sind eigentlich alle gut geschult und gut eingestellt und es funktioniert alles ganz gut. Aber wenn die Stress haben oder einen fetten Infekt haben oder sonst irgendwie sowas, dann kann es passieren, dass das ganze Konstrukt zusammenbricht und so war es bei ihr. Die kommt also im Koma zu uns auf die Station, wird langsam wieder aufgepäppelt, wird wieder wach und hat Kinder zu Hause. Will unbedingt zu ihren Kindern nach Hause, ist aber noch nicht über den Berg. Und ich gehe zu ihr, beziehungsweise erst meine Kollegen gehen zu ihr und sagen ihr, Mädchen, du musst noch einen Tag bei uns bleiben, weil das ist immer noch lebensbedrohlich. Du bist nicht über den Berg. Und Marci, was hat die Patientin gemacht? Ich muss gestehen, ich habe dir nicht zugehört. Diese Patientin hat zu meinen Kollegen gesagt, nö, ich gehe jetzt nach Hause. Dann haben die gesagt, ja, sie sind gerade wach geworden, aber das ist immer noch lebensbedrohlich, weil der Zucker ist noch nicht eingestellt und das kann wieder hochgehen und dann kann das wieder passieren, weil sie immer noch den Infekt im Körper haben, dass A, der Infekt schlimmer wird und sie keine Antibiose mehr bekommen und B, eben sie wieder dieses Koma kriegen. Und was hat die Patientin daraufhin gesagt? Nö, ich gehe jetzt nach Hause. Dann haben die mich geholt und ich gehe da in das Zimmer und sage, Mädchen, wenn du deine Tochter sehen willst und deshalb dich jetzt gegen ärztlichen Rat entlassen willst, dann ist das vielleicht für dich eine gute Idee, aber dann kannst du ihr auch Tschüss sagen, weil das kann auch das letzte Mal sein. Und was sagt das Mädchen daraufhin? Nö, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich erzähle euch diesen Fall, weil mich das so aufbringt, weil ich so sauer bin, weil ich so unfassbar fassungslos bin, dass Menschen so dumm sein können und sagen, okay, also theoretisch müsste ich 24 Stunden länger bleiben, das sagt der Arzt, dann bin ich über den Berg, aber nö, ich gehe jetzt nach Hause. Aber jeder Mensch hat Recht auf Unvernunft. Ja, und genau deswegen ist sie auch nach Hause gegangen. Und ich habe ihr auch gesagt, dass ich sie nicht festhalten werde und dass ich aber einfach nur an ihren Verstand appellieren möchte und es für eine super dumme Idee halte. Aber sie hat gesagt, nö, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann ist sie gegangen. Dann ist sie nach Hause gegangen. Und da ist sie noch? I don't know. Zumindest ist sie nicht als Bumerang zurück ins Krankenhaus gekommen. Zumindest nicht in deins. Zumindest nicht in meins. Oder nicht auf meine Station. Vielleicht ist sie irgendwo im Haus. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass sie es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat. Weil sie gar nicht den Notdienst alarmieren kann, weil sie eben wieder in diesem Koma ist. Es kann aber auch sein, dass sie quietschfidel auf der Couch sitzt und Netflixt. Und sich sagt, ey, dieser Deppenarzt, der geht mir so auf den Sack mit seinem scheiß Moralapostelgelaber, der ich hatte recht. Ja, das wären meine Worte. Aber nein, ja, ganz klar, Unvernunft und erleben wir immer wieder. Es gibt immer wieder Patienten, die sich nichts erzählen lassen wollen. Es sind nicht so viele, aber es kommt doch recht häufig vor. Häufig gerade so Betrunkene. Oh ja, die sind gut da drin. Also gerade so auf der Schwelle zu, eigentlich sind sie noch zu rechnungsfähig, sie sind noch geschäftsfähig, weil sie wissen noch, wo sie sind, wer sie sind und zu welcher Zeit sie sind und da kann man dann nicht so viel machen. Nee, die Enthemmung kickt und deshalb sagen sie, ich kann das alleine. Das war gestern, ja? Das war gestern, in einem Krankenhaus in Deutschland. Um nicht zu viel zu verraten. Und du warst ja heute auch wieder arbeiten. Ich war heute auch wieder arbeiten, ja. Naja, vielleicht kommt sie ja morgen. Bist du morgen arbeiten? Also du bist ja jetzt jeden Tag erstmal arbeiten. Ja, morgen muss ich auch mal wieder arbeiten. Aber vielleicht habe ich hoffentlich irgendwann bald mal wieder frei. Und ich hoffe, dass ich sie nicht sehen werde. Zumindest, dass wenn du sie wieder siehst, dass sie dann, dass es ihr dann nicht so schlecht geht. Ja, das wäre gut. So, aber jetzt viel interessanter. Du hattest viel mehr Zeit. Du hattest, wie viel?
24 Tage Vorsprung, im Gegensatz zu mir, einen richtig geilen Fall rauszusuchen. Ja, ich finde es immer echt schmerzhaft, dass du das wiederholst. Das ist der, ja, das ist, Mann ey, echt 24 Tage. Du hast 24 Tage im Juni nicht gearbeitet und du hast sogar Ende Juni nicht gearbeitet. Aber psch, das soll doch keiner wissen. Also ich habe tatsächlich letzte Woche schon so ein bisschen anklingen lassen. Theoretisch sind es zwei Fälle, also es gab wieder einen ganz heftigen Fall und einer, der total banal ist, der eigentlich der Fall ist, den ich erzählen wollte. Und ich werde nicht so fachsimpelnd ausladend erstmal vorher so eine Story erzählen wie Timo gerade. Also ich werde mich ein bisschen zurückhalten. Aber ich kann erstmal auf das eine, auf das Krasse, auf den heftigeren Unfall, weil bei mir geht es ja immer nur um Unfälle, aber wenn ich jetzt jedes Mal nur einen Unfall berichten würde, dann wäre das ja auch mega langweilig. Jedenfalls, es gab halt wieder eine Motorradfahrerin, ist halt so das Problem, dass Motorräder bringen heutzutage die schlimmsten Unfälle in der Regel. Also die Schwerverletzten oder Schwerstverletzten, die ich behandeln musste in meinen Diensten, waren allesamt Motorradfahrer. Und ich höre immer wieder so einen Kollegen von mir, auch sehr guter Freund von mir, der Motorräder total ablehnt, der hasst diese Dinger und der ist der Meinung, die hat man gar nicht im Straßenverkehr zu fahren. Das ist eine tolle Sache, wenn man damit irgendwie Rennen fährt, aber nicht im Straßenverkehr. Ich habe mich immer belächelt für die Meinung, weil ich bin ja selber eigentlich Motorradfahrer nicht mehr, aber zumindest habe ich einen Motorradführerschein und ich bin auch immer sehr begeistert Motorrad gefahren. Und zwar wie alle Menschen, die Recht auf Unvernunft hatten, bin auch ich schon im T-Shirt gefahren oder mit Flipflops oder mit kurzen Hosen, habe ich auch schon gemacht. Warum? Ich habe halt auch mal Aussetzer. Außerdem, weil es wahrscheinlich geil ist. Ja, bei 36 Grad willst du dich halt nicht so einpacken. Aber du willst Motorrad fahren. Jedenfalls, ich mache das nicht mehr. Und ich würde gerne, jetzt kommt mein Bruder auf die Idee, vielleicht auch noch einen Motorradführerschein zu machen. Kann ich jetzt auch nicht verhindern. Ist das ja auch sein Recht auf Unvernunft. Naja, jedenfalls war halt wieder eine Motorradfahrerin mit einer Beinverletzung, wie ich sie selten gesehen habe. Also sonst waren das dann immer Kandidaten, die man dann leider amputieren musste. Aber das ist ja nicht mein Fall des Monats. Mein Fall des Monats ist was ganz anderes. Denn ich bin ja jetzt seit einigen Monaten nicht mehr nur Klinikarzt, sondern ich habe auch eine Sprechstunde in einem MVZ. Und da muss ich mit der neuen Bandbreite der Banalität umgehen, mit der man in eine Praxis geht, weil das kannte ich vorher nicht. Mir war klar, mit welchen Leiden, die mitunter wirklich sehr, sehr gering sind, gewisse Menschen in eine Rettungsstelle gehen. Und umso größer das Ballungszentrum und umso leichter man so ein Krankenhaus erreicht, umso einfacher geht man in so eine Rettungsstelle. Wir haben darüber auch mal eine Folge gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich was dazu sagen, aber die Kirche macht so schöne Musik mal wieder. Nein, aber ja, darüber haben wir eine Folge gemacht. Und da kann jeder ärztliche Kollege, der in einer Notaufnahme-Rettungsstelle jemals gearbeitet hat, so viele Geschichten erzählen. Wie gesagt, habe ich jetzt so eine Sprechstunde in einem medizinischen Versorgungszentrum. Und da sitze ich einmal die Woche und da kommen dann halt Patienten hin, die einfach mal einen Termin beim Orthopäden haben wollten. Diese Patientin hatte sich vorgestellt, du weißt davon noch gar nichts, ich hatte den Fall nicht erzählt. Ich bin gespannt. Also diese Patientin hatte sich vorgestellt und es war schon jetzt der dritte oder vierte Arztbesuch. Ich war jetzt der erste Orthopäde, vor dem sie saß, weil sie manchmal nachts wach wird und ihre Arme eingeschlafen sind. Erstmal, wer kennt das nicht? Ja. Du kennst das? Ich kenne das, auf jeden Fall. Dass das manchmal passiert, dass meine Arme einschlafen. Durchaus. Ja, also ich kenne das auch und ich kenne auch viele andere Menschen, die das kennen. Und das war jetzt auch keine sehr junge Patientin, aber sie machte sich Sorgen und sowas muss man ja auch ernst nehmen. Und sie hatte ja schon 2-3 Jahre lang Ärzte besucht, die jetzt Untersuchungen sogar vorgenommen haben, um rauszufinden, woran das liegt. Ich habe dann weiter nachgefragt, wobei denn das passiert. Ich meine, ja, sie wird dann auch immer in derselben Position wach, immer auf dem Bauch liegend mit erhobenen Armen. So wird sie dann wach und dann sind beide Arme eingeschlafen bei ihr. Und zwar für ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Dann kommt das Gefühl auch schon wieder und dann ist auch alles wieder gut. Das hat sie zum Arzt gebracht. Und das ist für mich wirklich komplett Neuland. Ich würde niemals deswegen zum Arzt gehen und ich kenne das auch schon seit vielen Jahren und ich glaube,
viele Menschen kennen das auch, dass man sich da halt so ein bisschen irgendwie Nerven komprimiert, die halt beim Schlafen so lange komprimiert werden, bis halt der Arm halt taub ist. Und wenn man die Kompression raufnimmt, weil man seine Lage, sich seine Position ändert, dann kommt es halt wieder. Aber trotz allem, und ich habe das wirklich, man kennt mich ja nicht so ernst, aber ich bin Patienten gegenüber auch schon mal ernst. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ihr das zu erklären, dass sie da ihre Schlafgewohnheiten ändern sollte. Ich habe ihr auch gesagt, dass es keine weitere... Wie bitte? Ich hätte so gerne deine Gedanken dabei lesen können. Ich war erst gar nicht, also es kam erst im Nachhinein. Deswegen ist das auch mein Fall des Monats, weil ich mit mehreren Leuten schon darüber gesprochen habe. Und mich hat das einfach erstaunt, dass man deswegen da hingeht und 10, 15 Minuten Arztbesuch zum was weiß ich wie vierten Mal über sich ergehen lässt. Jedenfalls habe ich ihr dann erklärt, dass sie dann ihre Schlafgewohnheiten ändern sollte, dass sie vielleicht eine andere Position einnehmen sollte. Natürlich kann man das nicht immer ganz steuern und dann ist man unbewusst, landet man dann doch auf dem Bauch. Ich denke mal auch nicht, dass sie auf dem Bauch so einschläft, sondern dass sie halt so wach wird und dann hat sie halt die tauben Arme. Was auch einfach daran liegt, dass jeder von uns anders ist. Und da gibt es halt ein bisschen anatomische Varianten, da läuft so ein Nerv mal woanders lang und bei jedem kann das aus einer anderen Position, wie der Arm, nachdem wie er liegt, kann das halt dazu führen, dass es so ein Nerv ein bisschen abgedrückt wird und der Arm taub wird. Und ich habe mir, wie gesagt, wirklich viel Mühe gegeben, ihr das zu erklären, aber sie war nicht zufrieden. Ich glaube, sie wollte auch was haben. Also ihr zu sagen, dass sie etwas hat, was viele andere Menschen haben und was sehr leicht zu beheben ist, hat ihr nicht gereicht. Ich glaube, sie wollte jetzt wirklich in so ein MRT oder eine Nerven-Ultraschall-Untersuchung irgendwas haben, aber hat sie halt nicht bekommen, sondern sie hat eine Aufklärung von mir bekommen. Mir wäre auch absolut kein Krankheitsbild bekannt. Die auch nicht, oder? Wenn du 20, 30 Sekunden taube Arme hast, die sich in Luft auflösen, was für einen Krankheitswert würdest du dem beimessen? Ja, das ist das Krasse. Also ich würde dem keinen Krankheitswert zumessen und wahrscheinlich der durchschnittsdeutsche Mann noch viel weniger. Aber es gibt ja durchaus Patienten und Patientinnen, die sowas wahnsinnig macht. Das lässt die nicht mehr los. Die kommen da aus dem Grübeln nicht raus und dann setzen sie sich vor den Rechner und googeln und überlegen und sprechen und gehen von einem Arzt zum nächsten und zum Heilpraktiker und kommen nicht vorwärts mit ihrem Problem. Da gibt es wirklich viele. Das ist, also die haben nicht nur den Leidensdruck durch die Erkrankung, sondern die haben auch den Leidensdruck, weil sie eine Erklärung dafür haben wollen. Aber die Erklärung hat sie ja bekommen. Ja, aber das war halt eine Erklärung ohne Pathologie. Ja. Aber wie kann denn das ein Problem sein, oder? Also, mich persönlich würde es beruhigen, wenn ich etwas hätte. Jetzt, wenn ich jetzt Laie wäre und ich habe ein Leiden und ich gehe zum Arzt und der sagt, ey, gechillt, alles gut, du hast nichts. Das würde mich auch beruhigen, durchaus. Die Dame hat das anders gesehen und ist mit lauten Schritten und lautem Öffnen und Schließen der Tür hat sie die Praxis verlassen. Oh krass, so, das ist heftig. So, das war mein Fall. Was sagt ihr dazu, Leute? Wie schätzt ihr das ein? Seid ihr mehr so die Typen, die sagen, der Arm hängt ja noch halb dran? Oder seid ihr mehr diejenigen, die irgendwie, ich habe zum ersten Mal diesen Kopfschmerz, der zieht hier so ein bisschen. Ich habe bestimmt einen Gehirntumor. Wie seht ihr das? Also, wenn der Arzt euch dann sagt, ihr habt keinen Gehirntumor, würdet ihr dann erbost? Nein. Ach, zu viel Spaß heute. Aber trotzdem eine schöne Folge, weil es Spaß macht, das aufzunehmen und einfach frei zu reden. Und schmeißt eure Motorradführerscheine weg. Ja, ganz ehrlich, ganz wirklich. Macht das nicht. Das ist... geht irgendwie aufs Windsurfbrett. Da hat man auch Geschwindigkeit und das Gefühl, schnell zu fahren und Freiheit. Und da knallt es nicht ganz so heftig. Ja, was ist denn das jetzt für ein Vorschlag? Ich meine, wenn einer windsurft, weil Timo ihm gesagt hat, er soll keinen Motorradführerschein machen, sondern stattdessen windsurfen. Jetzt fährt er mit seinen 50, 60, 70 Sachen, wird ausgehebelt, bricht sich was
Und er säuft dann. Dann bin ich schuld. Ja, gut, wenn du damit leben kannst. Ich glaube nicht. Die Leute sollen Schach lernen. Hallenschach. Mit heilen Schuhen, damit es keine schwarzen Streifen gibt. Schachschuhe, das ist meine Idee. Schwarz-weiß kariert. Die kann man bestimmt von irgendwelchen Ska-Punks noch bekommen. Da kommen wir erfinden Schachschuhe und verkaufen die. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall würden wir wahrscheinlich mehr machen als mit dem Kanal. Definitiv, da bin ich mir ganz sicher, weil ein paar Schuhe schon dafür ausreichen würden. So, ja, und ansonsten, bleibt gesund. Und wir sehen uns nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Peace!